Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Wir legen mal direkt los mit einem YouTuber-Kollegen, der in unserem Discord gekommen ist, und zwar Tim Soart. Der fragt, wenn ihr für euer Lieblingsdeck eine faire, aber spielbare Karte gestalten dürftet, wie sehe die aus? Hast du da gerade ein Design parat, was du mal ebenso raushauen kannst? Boah, schwierig. Ich habe früher eine Menge Karten designt tatsächlich mit einem Kollegen. Mhm. Aber die waren alle nicht fair. da kommt der Turnierspieler durch. Ja. Der Punkt ist, ich weiß, welche Kriterien sie treffen würde. Sie wäre eine monoweiße Kreatur, die nicht mehr als 3 Mana kostet und eine 2 hinten stehen hat und irgendeinen coolen Effekt hat, damit ich sie im Death in Texas spielen kann und gleichzeitig tutoren kann und mir der Fiole reinbringen kann. Das sind die Kriterien, die ich habe. Was die Karte dann genau tun muss, fast schon egal, solange sie Kriterien hat und eine coole Karte ist. Ich würde, glaube ich, tatsächlich ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich würde, glaube ich, auch eine weiße Karte designen. Einfach nur, weil Weiß halt einfach so, ist ja einfach nicht keine guten Karten gefühlt abbekommt. Und ich habe tatsächlich 2 Designs, die mir eben eingefallen sind. Einmal eine 1-Mana 2-1 oder sagen wir mal 2-Mana 2-1 mit Battalion, also ein Effekt, der triggert, wenn diese Kreatur mit 2 anderen Kreaturen angreift und einfach nur Draw a Card heißt. Einfach nur, um quasi White Weenie einen Card Draw zu geben, der risky ist, weil du musst halt mit original allen Kreaturen angreifen, damit das triggert. Aber trotzdem halt dich rewarded halt mit Card Draw. Und ich glaube, das braucht das brauchen halt weiße Decks auf jeden Fall. Und eine zweite Karte wäre, glaube ich, tatsächlich sowas wie, jetzt muss ich gucken, wie teuer ich die machen würde. Aber bleiben wir mal bei 3 Mana. 2 generische, 1 weißes. Counter-Target Spell, unless its controller pays X, where X is the number of creatures you control. Ich glaube, so in dieser Richtung, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, weil du immer noch quasi. Gibt's ja im Blau tatsächlich. Eben, nur, aber das gibt's ja nur Blau, im Blau. Farbloses kostet. Ja. Ja, und das ist halt das Ding. Ich hätte halt gern was diese Creature-Decks halt einfach eine neue Ebene gibt. Und wenn du halt countern könntest unter der Voraussetzung, dass du viele Kreaturen hast, dann ist sie in, ich glaube, ebenso vielen Situationen sinnlos, wie dass sie sinnvoll ist in den anderen Situationen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß halt nur nicht, ob du dann in diesen Kreaturendecks 3 Mana hast zum Kontern. Ja. Da müsste man dann eher schauen, ob man da nicht noch irgendwas anderes mit reinsetzt, mit Kreaturen tappen und alternativen Kosten und so weiter. Da muss man natürlich schauen, was für ein Power-Level man ansetzen sollte. Deswegen immer ein bisschen schwieriger, aber interessante Frage auf jeden Fall. Ja, voll. Und dann noch die zweite Frage, die quasi anschließend daran ist, von MinmarkLP. Dann schließe ich mal an der Frage von Tim Soart an. Wenn ihr ein Set-Design bestimmen dürftet, was für ein Set wäre das? Ein ganz neues Plane oder ein Return to mit welchem Fokus? Also sehr viele Designfragen, das finde ich ja richtig spannend. Weil sowas, das mich immer sehr kitzelt. Ja, kenne ich tatsächlich. Ich meine, bei dir, willst du anfangen? Also wenn du gerade schon was hast, dann leg schon mal los. Ich muss tatsächlich noch eine Sekunde überlegen. Also bei mir sind es 2 Sachen tatsächlich. Ich hätte gerne ein anständiges Amonkhet. Also gerade dieses Ägyptische in cool und nicht in diesem Verkitschten. Ich meine, jetzt, wo wir offensichtlich ja auch andere Franchise reinmachen können, können wir der Dinge auch endlich mal richtige Namen geben und können endlich mal einen Anubis haben oder einen Seth oder irgendwas in dieser Richtung und müssen das Ding nicht Alrun nennen, weil wir Odin nicht nehmen dürfen oder Hazareth, weil wir irgendwie was umbenennen müssen. Sondern sowas in der Richtung fände ich mega, also Return to Amonkhet, auch wenn das nicht passieren wird. Und das gibt's Zweite, ja auch nicht worauf mehr, ich nee, worauf ich mich aber, glaube ich, auch freue, weil es wurde zumindest ein bisschen geleakt, dass das vielleicht kommen könnte, ist natürlich das schlechteste Set aller Zeiten, abgesehen von Homelands, und zwar Kamigawa. Klassiker. Kamigawa-Flair, Kamigawa-Style, Ninjas, Samurai, Geister, was will man mehr? Also, vielleicht noch Ninja-Turtles, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall großartig. Also, Kamigawa fand ich vom Stil her großartig. Mhm. Die Karten waren halt designtechnisch totale Grütze. Ja. Und man hatte halt davor Mirrodin und danach Kamigawa, sodass dieses Set völlig, völlig an einem vorbeiging. Aber so Return to Kamigawa mit so vielleicht einem
kleinen Ausflug nach Amonkhet vorher, das wären so die zwei Planes, auf die ich jeden Fall Bock hätte. Oder auch die beiden Themes, auf die ich Bock hätte. Ja. Weil mir gefällt natürlich, sieht man an meinem Logo, an meinem Kanalaufbau und so weiter, dieses Ägyptische natürlich ganz hart. Und gleichzeitig aber auch dieses Asiatische mit Ninjas, Samurais. Ich glaube, da kann sich fast jeder wiederfinden. Ja, auf jeden Fall. Also, mir ist tatsächlich eben noch eine Idee gekommen, die ich auch letztens schon mal tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber ich habe sie auf jeden Fall schon mal besprochen, schon mal durchdacht. Und zwar Planar Fusion. Das Konzept, man nimmt zwei Planes, die schon geleakt sind, und fusioniert sie, wie zum Beispiel Ravnica und Innistrad zu Ravnistrad oder so. Oder Ravnistrad oder so. Und tatsächlich, die Bewohner von beiden Planes müssen quasi mit beiden Gefahren von beiden Seiten irgendwie zurechtkommen. Also die Innistrad-Leute müssen quasi unter den verschiedenen Regeln und städtischen Einflüssen von Ravnica klarkommen. Aber viel interessanter ist, Ravnica wird quasi übernommen von diesen ganzen Horrorgestalten wie Zombies, wie Vampire, wie Werwölfe und werden da einfach quasi belagert. Oder, was vielleicht auch deine Idee noch mit reinnimmt, Kamigawa cross Amonkhet. Wo du dann auf einmal Kamigawa-Samurais hast, die dann durch irgendwelche Pyramiden oder sowas durchgehen oder sich halt mit den Göttern da anlegen wollen. Und ich glaube, das wäre eine sehr spannende Idee, wo ich sehr viel Bock drauf hätte, da mal irgendwie solange ihr die Phyrexianer rauslässt. Niemand möchte Scars of Mirrodin 2 haben. Ja, so Mirrodin X, was ist denn noch so ein? Ja, Mirrodin gibt's ja nicht. Es ist ja dann New Phyrexia. New Phyrexia sind ja nur noch Phyrexianer. Und du müsstest dann einfach Phyrexianer X Kamigawa machen und das wäre, zack, haben wir Phyrexianer 3.0 und nee, Phyrexianer 4.0. Sehr langweilig. Ich wollte Mirrodin kombinieren mit irgendeinem anderen Artefakt-Plane, mit Kaladesh oder so. Oder Kaladesh. Das würde ja auf selbe hinauslaufen. Ja, klar. Du hast ja die Phyrexianer drauf. Außer du würdest das Mirrodin von davor nehmen. Das wäre halt das Interessante. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich glaube halt, so die Idee von mir mit diesen Plänen kombinieren, ich glaube, das wird so der Punkt sein, wo alle sagen werden, okay, jetzt gehen denen alle Ideen aus. Aber ich fände es spannend. Ich fände es, glaube ich, sehr Magic spannend. Magic is dead again. Genau. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende von der Folge 102 angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen und auch ein besonderer Dank an alle Patreons vom Gold-Level, die da neben Witch667, Buster Madison und neu dazugekommen Mr. Orange Feed beinhaltet. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr uns da finanziell unterstützt. Das ist sehr, sehr großzügig und sehr, sehr freundlich von euch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da draußen euch da vielleicht auch den Patreon auch mal angucken möchtet oder halt eben bei uns auf Instagram vorbeikommen wolltet oder auf Twitter oder im Discord eure Fragen stellt, die wir dann im Podcast beantworten. Wir sind gerade wieder auf einer, also wir haben jetzt gerade alle Fragen quasi abgearbeitet, also eine gute Chance, dass wenn ihr eure Frage stellt, dass wir da darauf nächste Woche direkt eingehen können. Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Haut da rein, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.